Wasser. Wir sind auf 200 mit der Sanity, das passt eigentlich auch ganz gut. Die kümmern wir jetzt nur um die Steine hier. Und irgendwo in dieser Einöde sollten dann... Ah, da drüben sind Spuren. Spuren von Tieren, nicht hier fern im Norden. Mit diesen unauffälligen braunen, manchmal auch schwarz getarnten Plastiktüten aus Sexshops. Wer kennt's? Wer kennt's noch? Wer kennt ihn? Bin ich gespannt, wie viele ihn kennen. Irgendwo in der Richtung, ja toll, auf einer anderen Insel. Na, da geht jetzt sicher nicht hin. You had my attention. Now I'm worried. Yep. Gucken wir mal hier. Ach, lecker, lecker Baum, nur fällt mir auch Fleisch. Dann haben wir genug Tannenzapfen zum Verbrennen. Irgendwie kommt mir auch vor, dass die Nacht ein bisschen intensiver wirkt, obwohl. Das ist einfach nur so gefühlt, aber. Ja. Das mit dem Winter flasht mir immer noch total. Also heiliger Bimbom. Also heiliger, das ist ja voll gewitzt, ne? Und wie groß hier einfach alles ist. Also wir kommen dann da direkt wieder rüber, aber ich will da ein bisschen meine Steppe dann erkunden. Ja, ja, nee, da Feier, da hast du was zum was brennt. Seid bist zufrieden damit, wenn nicht, Spech gehabt. So, dann schnappen wir uns unterwegs überall noch ein bisschen was, damit wir wieder Meatballs machen können. Und Gras eventuell auch in den Crockpot hauen kann, ich weiß es nicht, ich will es aber gar nicht erst probieren. Oder vielleicht doch. Jedenfalls können wir jetzt dann endlich diese nette Maschine hier bauen, die Alchemy Engine. Und dann können wir uns Mauern und so ein Stück Shit basteln. Beziehungsweise kann man ja schon... Oh, da oben bin ich. Ups. Beziehungsweise könnt ihr ja jetzt schon Mauern bauen, aber... Yeah! Oh yeah! I like it when it burns. When it burns really hard. It feels so good. So. Das brauchen wir auch noch. Eins, zwei, drei. Vier brauchen wir natürlich. Und die nächsten. Und wir können unsere Alchemy Engine endlich bauen. Oh yeah. So. Und da können wir jetzt ein bisschen weiter forschen. Okay. Ich wollte irgendwas genau hier oben. Aber wir haben nur leider nur ein Gold. Das haben wir gleich rein. Oh, wir refinen jetzt einmal schnell. Ja, und was ich gebraucht hätte, wäre das hier gewesen. S-Box. Okay, zwei Gold, einmal Brett. Bräuchten wir noch zusätzlich. Das wäre recht nett. Jetzt brauchen wir drei. Okay. Das kommt dann da wohl mal rein. Und dann bin ich noch dafür, einen Loxio zu basteln. Zwei Seile, okay. Dann nehmen wir den einfach einmal mit und wenn es brenzlig wird, dann rüsten wir ihn aus. Dann müssen wir halt ein Backpack fallen lassen, aber im Notfall wäre es doch ein bisschen intelligent, wenn wir so handeln würden. Vor allem abgesehen davon kann man sich denn dann jederzeit wiederholen. Also so kritisch ist es gar nicht da. Dann gehen wir jetzt mal oben in die Felslandschaft und ein bisschen erkunden, weil ich brauche, möchte einfach ein bisschen mehr Stein haben, wie gesagt, dass ich da so leichte Festung drumherum bauen kann. Und dann werde ich ein paar Büsche entwurzeln, damit wir einfach genug Platz für alles kriegen. Und ihr seht, wie gut der Busch überhaupt brennt, das ist ja phänomenal. So, das kommt rein, das kommt rein. Das kommt rein. Haben wir sonst schon irgendwas, was wir einfach nicht brauchen? Das kommt rein. Und gleich die Karotten und Kacheln. Spitzhacke habe ich momentan eigentlich gar keine mehr, ist mir aber auch relativ wurscht, weil die machen wir jetzt einfach schnell. So, it's a kind of magic. Da schaut's was. Oh yeah. So, die Magenit.
Wow. Und alles wieder prima im Lot. Wir müssten dann doch irgendwo Felsen sein, komm. Es könnte mir kein Felsbiom hinklatschen. Aber Hauptsache ein Baum wächst da, oder? Hauptsache ein Baum. Oh, Gold. Aber Hauptsache ein Baum. Noch ein Baum wächst da. Ja, wunderbar. Es wachsen Bäume im Felsbiom. Aber nirgendwo ein einziger Fels zu sehen. Wow. World Generating Engine. Hail to you. Hail to you. So bescheuert. Aber wenigstens habe ich Gold gekriegt. Das ist auch was Feines. Aber ich brauche einfach Felsen irgendwo. Können jetzt natürlich auch mal hier angreifen. Oh, gehen wir zuerst den Hasen. Daneben. Wunderbar. Ah, da oben Steine. Die kommen wieder irgendwie rauf. Ja, das sollte doch irgendwie raufkommen. Ja. Schauen wir mal. Im Notfall haben wir noch eine Fackel, mit der wir ein bisschen auskämmen. Und die kann man jederzeit wieder stationäres. So ein Lager machen, was eigentlich verpufft danach, was ich nicht wirklich brauche. Und hier sind ganz, ganz viele Hasen. Zu viele Hasen, wenn ihr mich fragt. Sie muss sie ein bisschen dezimieren. Nee, so gemein bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich hätte da einfach gern irgendwann mal Buffalos gesehen. So eine Herde oder so. Ja, das wäre dann unter anderem doch um einiges feiner. Aber was soll man machen? Was soll man da jetzt großartig machen? Oh, Fußspuren. Ich frage mich nach wie vor, was man da finden soll. Weil bisher bin ich da immer irgendwie in die Irre geführt worden. Und weiter nichts, leider Gottes. Aber wir können uns jetzt einen Refrigerator basteln, hoffe ich zumindest. Wir haben noch genug Cut Stone. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Das wird uns wahrscheinlich. Es wird uns nicht angezeigt. Oh, da ist ein Fels. Das ist ein Fels. Ein wunderschöner Fels. Die Pioniere sind damals meilenweit auf den Dingern geritten. Ihr sollt weniger SpongeBob schauen. Also langsam mache ich mir selber Sorgen um mich. Ich sollte einfach weniger SpongeBob schauen. Oh Gott. Vielleicht spiele ich einfach zu viel Don't Starve. Vielleicht sollte ich das irgendwann einmal lassen. Aber ich glaube, ich werde dann so in einem... Ja, so gut 10 Minuten werde ich es dann lassen, weil dann habe ich Aufnahmen für 3 Folgen. Das soll eins bei mir reichen. Es ist ja noch vormittags, der Tag ist jung. Ich möchte eventuell noch ein anderes Let's Play aufnehmen, also mit einem anderen Let's Play anfangen, sagen wir mal so. Bin dann gespannt, wie das ankommen wird. Aber wir haben, also diese Welt ist extrem ressourcenlastig. Bis der Lotscher. Ich werde dann vielleicht kurz nur noch wieder rauskommen, wenn das Feuer brennt immer noch. Werde ich mal schauen. Ob das daran liegt, dass ich auf Sommer eingestellt habe, dass so wenig Nacht ist, oder ob das mittlerweile allgemein ist, das wäre sehr, sehr interessant. Jetzt brauchen wir hier mal die Katzen und Schöhöse und Haberdashersee. Haberdashersee ist ein anerkanntes Wort, lasst es mir einfach in meinem Wahn. Prototype, hierhin. Passt. Und ab damit. Damit und ab damit, die Samen, die braucht man noch. Ach ja, wenn ich noch mal jung war, ich dazu viel anders machen. Ich bin ja eigentlich nicht so alt, wie gesagt, ich tue like gern so, aber ich fühle mich einfach oft älter, wie ich eigentlich bin. Das macht am irgendwo zu schaffen, ein bisschen noch. Und ich habe übrigens da so eine Möglichkeit gefunden, wie man Monsterfleisch gefahrenlos in Essen verarbeitet. 2 normales Fleisch, glaube ich, war das. Oder nur ein normales Fleisch und Monsterfleisch und kriegt man trotzdem die Meatballs raus und sie hauen auch nicht die Sanity und sonstiges runter. Ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Lasst uns nochmal schauen. In diese Richtung sind wir eigentlich gar nicht gegangen, dann werde ich das nächste Mal machen. Schauen wir mal auf den Timer, 6 Minuten noch, ja. Job. Und die Axt ist weg, machen wir so eine normale Axt. Und ich möchte mir dann irgendwann die Luxus-Axt machen. Das möchte ich mir irgendwann einmal gönnen. Alle hopp, so. Und wir haben wieder genug Holz für 3 Jahrzehnte. Das dann noch.
pick flower. Flower is good for the brain. Jetzt bin ich dann auch gespannt, wenn ich 50-50 mache, was dann rauskommt. Weil wenn man übermäßig natürlich Bären reinhaut, kommt eben dieses Jam-Zeug raus. Übermäßig Carrots kommt dann dementsprechend was anderes raus. Und unser Magen ist wieder ein bisschen gefüllter. So, rein damit, das holen wir uns raus, das kommt rein, das kommt rein, das kommt raus, das kommt rein, das kommt da rein. Ah, Gemüse überwiegt. Gemüse schlägt Frucht. Jetzt ist es bewiesen, Gemüse schlägt Frucht. Der ewige Kampf ist nun vorbei. Das nehme ich wieder mal vor, jetzt haben wir, wie schaut es jetzt eigentlich deine Eisbox aus? Also wir haben da, wow, Roasted Berries. Dann machen wir das gleich mal so, dass wir die drei Berries reinhauen und einmal Fleisch. Das Fleisch kommt wieder rein. Und dann kriegen wir wieder wunderschön leckere Meatballs raus. Ah, wie schnell das runtergeht, jetzt beobachten wir das einmal. Und rein damit, so. Also ich glaube, damit habe ich dann leicht genug. Ich hole mir noch ein bisschen Gras. Stickies habe ich dabei genug. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und was die Nahrung angeht, ich pflücke mal irgendwo irgendeinen Scheiß, braten dann da und fertig. Also ich meine, wir haben da jetzt überhaupt keine Probleme mittlerweile. Ich würde dann doch gern fürs Gold was basteln. So eine goldene Axt werde ich sicher. Aber es ist doch auch ein bisschen unnötig. Moment, ich sehe hier was. Das kommt dahin. Und dann werden wir die andere Richtung mal erforschen. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also beim nächsten Spielsession. Ich habe jetzt, glaube ich, für heute mal genug aufgenommen. Machen wir mal Save and Quit. I said Quit. Dann probieren wir noch ganz, ganz kurz Sandbox, Sandbox Custom. Gehen wir noch mal in Sandbox. Machen wir mal mit ihr was. Und schauen mal. Die Nacht ist jetzt allgemein immer so kurz. Oh, es ist so putzig, wenn sie rumläuft. La 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 la. Ach, ist das Leben schön. Ja. Okay, das war's. Tschüss.